Hallo und herzlich willkommen, liebe Moto-Fans, zu dieser neuen Ausgabe vom Motulator. Ja, wie ich es ja bereits schon in den Unboxing-Videos von Faker und Man-at-Arms angekündigt habe, möchte ich heute ein bisschen über die Loyal Subjects Wave 1 sprechen. Ich sag's von vornherein, es wird keine forensische Analyse, was weiß ich, mit Firmengeschichte und hast nicht gesehen, sondern es soll im Grunde genommen, ehrlich gesagt, nur um die Figuren gehen und um die Varianten, die es da alle so gibt. Ja, und in der Kürze liegt die Würze und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt mit der Verpackung an. Die Loyal Subjects kommen in diesen kleinen Kartons hier. Es sind sogenannte Blind Bags, das heißt also, wenn ihr solch eine Schachtel kauft, kann da eine von insgesamt 11 Charakteren drin sein. Clou an der Sache ist, ihr wisst nicht, was es ist. Das heißt also, ihr könntet auch zum Beispiel ein paar Mal hintereinander die gleiche Figur kaufen. Ja, und um das Ganze natürlich noch ein bisschen zu verkomplizieren, gibt es dazu entsprechende Chase-Varianten, aber dazu gleich mehr. Ja, vorne sehen wir ein seinem Toy nachempfundenes Artwork von He-Man vor Castle Grayskull mit dem Masters of the Universe Logo, was natürlich sehr an das Classics Logo erinnert. An den Seiten werden die entsprechenden Charaktere beworben, also die Figuren beworben. Hier haben wir die Evils, Skeletor, Beastman, Triclops und Trapjaw. Auf der anderen Seite wiederum haben wir die Good Guys mit He-Man, Stratos, Man-E-Faces und Man-at-Arms. Ja, und auf der Rückseite haben wir die eben gerade von mir schon angesprochenen Chase-Figuren in Form von Faker, Evelyn und Teela. Ja, und diese Limitierung, die hat es schon in sich. Ja, am leichtesten zu kriegen von diesen ist natürlich die Evelyn. Da haben wir auf 24 Verpackungen, natürlich im Durchschnitt gesehen, dann jeweils immer eine Evelyn. Ein bisschen schwieriger wird es da dann bei der Teela, denn da haben wir auf 48 Verpackungen jeweils nur eine Teela. Und wirklich hammermäßig ist es bei Faker, denn da haben wir auf 96 Verpackungen immer nur einen Faker drin. Ich finde es nicht gut, dass man hier Core-Characters dafür genommen hat. Ich verstehe natürlich, dass man hier einen Kaufanreiz bieten möchte. Das ist natürlich ganz klar und auch verständlich. Aber da hätte man sowas nehmen sollen wie Wanda oder sowas. Dann haben wir natürlich, wie gesagt, die 11 normalen Charaktere. Dann gibt es noch den Adam dazu. Wie gesagt, dazu gleich mehr. Und es gibt etliche Varianten. Da gibt es verschiedene Serien, auf die ich dann gleich nochmal eingehen werde, wo es Repaints und Varianten drunter gibt, wie unter anderem zum Beispiel diesen Glow-in-the-Dark Man-E-Faces. Ich habe mir, nachdem ich mir mal anhand einer Excel-Tabelle versucht habe, eine Übersicht über diese ganzen Varianten zu verschaffen, dann gesagt, ich werde da definitiv nicht versuchen, das komplett zu sammeln, denn das ist eigentlich auch schon fast unmöglich. Ja, kommen wir mal zur besagten Excel-Tabelle. Gehen wir das mal so ein bisschen im Einzelnen durch. Gibt es da die sogenannte Hot Topic Series? Hier gibt es spezielle Figuren, die natürlich zum extra für diese Serien dann angefertigt wurden. Meistens, wie gesagt, Repaints. Da haben wir einen Gold He-Man, den gibt es insgesamt nur 4-mal. Aus dieser Serie ist es einer. Und dann gibt es den sogenannten Cartoon Eternia He-Man, eine Club 28-Variante. Dann haben wir in einer Limitierung wie beim Faker einen Comic Triclops, also in Comicfarben. Dann haben wir in einer Limitierung wie bei der Teela eine Classic Variant Evelyn. Dann gibt es die regulären Figuren Beastman, Skeletor, Stratos, Man-E-Faces, Trapjaw und He-Man. Dann kommen wir zur Target Series. Hier haben wir wieder den Gold He-Man, dazu haben wir ja schon was gesagt. Dann gibt es einen Slime Pit He-Man, auch wieder eine Club 28 Variante. Dann gibt es einen Faker in Orange mit der gleichen Limitierung wie bei der normalen Figur.
Dann einen Skeletor Blood Metallic mit einer Limitierung, wo auch wieder eine auf 48 Verpackungen drin ist. In einer Limitierung wie bei der Evelyn haben wir einen Mini-Comic Triclops. Dann ohne Limitierung einen Mini-Comic He-Man, einen Moto Classics farbenen Man-at-Arms, dann eine Mini-Comic Stratos. Weiterhin in Mini-Comic haben wir Beastman und Man-E-Faces. Dann gibt es eine, ich sag mal, Zubehör-Variante, nämlich von Teela. Die hat einen Schlangenstab mit dabei. Dann gibt es ganz normal Skeletor und Trapjaw. Dann geht's weiter mit der Walmart Series. Jawohl, man hat sich da echt was einfallen lassen. Diese Figuren gab's also exklusiv dann bei Walmart, genauso wie die anderen Serien natürlich. Dann haben wir hier wieder einmalig den Gold-He-Man. Dann haben wir einen Anti-He-Man, also wieder auch Club 28-Variante. Dann haben wir einen Beastman, der beflockt ist in den Comic-Farben. Dieser ist limitiert, genauso wie der Faker. Dann haben wir eine Teela mit pinken Accessoires dabei. Diese wiederum ist limitiert, genauso wie die normale Teela. Dann haben wir Skeletor. Das ist eine Toy-Version. Dann haben wir in Moto Classics-Farben den Triclops. Dann haben wir einen Cartoon-Edition Trapjaw. Einen DC vs. Motok He-Man, also man hat sich hier echt was einfallen lassen. Classic Toy Evelyn mal wieder. Dann haben wir einen Mini-Comic Beastman mit dabei und gehen direkt über in die sogenannten Web-Exclusives bzw. SDCC-Exclusives. Und hier haben wir den Prince Adam in zwei Varianten. Einmal mit den goldenen Armbändern und einmal mit silbernen Armbändern. Dann haben wir ein Two-Pack, und zwar Beastman und Trapjaw. Dann haben wir Beastman und Trapjaw nochmal in White and Blue Stamp. Das vorher war Gold Stamp. Dann haben wir Stratos und Man-at-Arms jeweils zweimal, und zwar Gold Stamp und Blue Stamp wiederum. Dann haben wir Skeletor Electric Blue Stamp. Dann haben wir das gleiche nochmal mit Skeletor, warum er jetzt so immer aufgelistet ist. Wahrscheinlich gibt es da auch wieder einen Unterschied. Dann haben wir He-Man in Toy Color Blue Stamp, He-Man Toy Color Gold Stamp, Triclops mit Glow in the Dark. Jetzt kommen hier die ganzen Glow in the Dark Varianten, das werde ich jetzt nicht extra nochmal aufzählen, mit Triclops, Skeletor mit Gold Stamp, White Stamp. Dann haben wir Man-E-Faces, Glow in the Dark, Glow in the Dark, Blue Stamp, He-Man, Glow in the Dark, Blue Stamp, He-Man nochmal mit Gold Stamp hier in diesem Fall, Trapjaw, jeweils Gold und White Stamp, auch Glow in the Dark. Und dann geht's weiter mit SDCC. Und zwar haben wir Skeletor, wir sind bald durch, in Purple, in Blue und Clear. Dann haben wir SDCC 2017 Exclusives, und zwar ein Vierer-Pack Metallic mit Man-at-Arms, Teela, Skeletor und Trapjaw und ein Vierer-Pack mit He-Man, Evelyn, Man-at-Arms und Triclops. Ja, dann kommen wir zum Glück letzten Serie, nämlich Toys R Us. Da gibt es wieder einmal einen Gold-He-Man, haben wir schon gesagt, ein Man-E-Faces, sogenannter Club 28-Variante, Skeletor mit Gold-Armor, also der sogenannte Disco-Skeletor, der genauso limitiert ist wie der Faker. Dann haben wir He-Man in Mini-Comic-Farben, in ähnlicher Limitierung wie die Teela. Und dann haben wir jetzt wieder ganz normale Figuren, Evelyn, Beastman, Skeletor, Stratos, Man-E-Faces, Trapjaw, He-Man, Triclops und Man-at-Arms. Und hier sei auch noch kurz zu erwähnen, auch die Evelyn natürlich wieder in der ähnlichen Variante wie, also in der Häufigkeit wie die normale Evelyn. Ja, kommen wir mal zu den Figuren selbst. Und der Einfachheit halber nehme ich mir hier direkt mal Skeletor und werde das Ganze auch im Schnellverfahren durchgehen. Immerhin haben wir hier 12 Figuren. Ja, Skeletor hat einen
abnehmbaren Kopf. Alle Köpfe bei den Loyal Subjects sind natürlich abnehmbar. Bei Skeletor ist noch die wirkliche Besonderheit, dass wenn man den Kopf abnimmt, kann man den Schädel herausnehmen. So, keine Ahnung, warum man das gemacht hat, ob man möglicherweise nachher bei, sagen wir, Scareglow zum Beispiel diesen Schädel wiederverwenden möchte. Das wäre natürlich möglich. Auf jeden Fall ist es eine ziemlich coole Geschichte. Vor allen Dingen auch, weil man nämlich den Kiefer auf und zu bewegen kann. Das ist eine ziemlich coole Sache. Natürlich kann man auch die Köpfe untereinander tauschen. Zum Beispiel den Skeletor-Kopf auf He-Man stecken und umgedreht. Interessant wird es da natürlich, wenn irgendwann mal Hordak und der Trooper kommen, ganz besonders der Trooper und He-Man. Dann kann man die Köpfe untereinander tauschen. Dann hat man sie halt eben wie in Das Geheimnis des Zauberschwertes von Filmation. Ja, er hat drei Zubehörteile mit dabei, die Axt, den Habbockstaff und natürlich sein Schwert mit dabei. Allerdings ist das keine Variante vom Zauberschwert, sondern man hat hier das Knochenkreuzschwert ihm mit beigefügt. Ja, man kann bei allen natürlich die Köpfe um 360 Grad drehen, man kann die Arme um 360 Grad um die eigene Achse bewegen, dann hat man die Möglichkeit, sie an den Händen zu bewegen. Also da sind sämtliche Bewegungspunkte bei allen eigentlich fast gleich. Sie haben alle ein Hüftgelenk. Ja, jetzt geht der Kopf hier gerade wieder ab. Sie haben, wie gesagt, alle ein Hüftgelenk. Man kann sie auch hier 360 Grad um die eigene Achse drehen. An den Beinen hat man die Möglichkeit, sie wirklich cool zu positionieren. Auch hier wieder viele verschiedene Möglichkeiten, sie zu bewegen. Man hat sogar Fußgelenke mit dabei, was dann noch viel, viel besser ist, weil man sie dann auch viel besser positionieren kann. Ne? Manchmal muss man sie ja an bestimmten Stellen einfach austarieren und das ist dann schon eine gute Sache. Vor allen Dingen, das finde ich so genial an diesen kleinen Figuren, dass sie so viele Gelenke mit dabei haben. Das würde man eigentlich da gar nicht erwarten. Ja, gehen wir mal über zu Triclops. Nehmen wir mal erstmal Trapjaw, der stand hier gleich direkt daneben. Auch er hat die typischen Bewegungspunkte, bis auf natürlich hier den Waffenarm, der natürlich heraussticht. Hier haben wir drei verschiedene Waffen. Zum einen seine Klaue, dann haben wir hier seinen Haken. Die Waffen kann man übrigens hier hinten einhaken, was eine ziemlich coole Geschichte ist. Und natürlich seinen Strahler. Alle kann man entsprechend austauschen. Dazu muss man einfach nur hier sie rausploppen sozusagen und kann dann die Waffen austauschen, wenn man möchte. Und bei ihm hat man halt eben auch, wie gesagt, die Möglichkeit, die Waffen einfach hier, wie bei der Toy-Variante, also dem großen Bruder sozusagen. Und das ist eine coole Geschichte. Vor allen Dingen hat er natürlich auch viele eigene Parts bekommen. Der Kiefer ist genauso wie bei Skeletor beweglich. Hätte das sein müssen? Nein, hätte nicht unbedingt sein müssen. Das ist eine coole Geschichte, die Loyal Subjects hier einfach mit beigefügt hat. Ja, so viel erst einmal zu Trapjaw. Ja, eine Waffe runtergefallen. Egal, das ist nicht so schlimm. Nehmen wir uns Beastman. Ja, übrigens, sämtliche von den Rüstungen sind leider nicht abnehmbar. Bei Beastman hat man nicht die Möglichkeit, so einfach den Kopf um 360 Grad um die eigene Achse zu drehen. Es geht aber, denn dieser Kragen hier ist sehr flexibel und aus Gummi gemacht, also ein anderes Material wie die Figur selbst. Der Kopf ist wirklich ziemlich cool gestaltet. Er hat einen echt fiesen Blick drauf und einen echt hammermäßigen Überbiss, muss man hier mal sagen. Dann hat er natürlich seine Peitsche mit dabei. Diese ist relativ, nicht unbedingt immer einfach in die Hand zu geben. In diese hier habe ich sie zum Beispiel gar nicht reingekriegt. Gelenke sind bei ihm genauso wie alle anderen auch. Rüstung, wie gesagt, ist nicht abnehmbar und auch er strotzt vor
Details, muss man einfach nur mal so sagen. Auch bei ihm natürlich, hier zum Beispiel diese Schulterpanzer sind nicht abnehmbar. Das ist extra neu modelliert, also da hat man sich echt was einfallen lassen. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich gut, dass man sie nicht abnehmen kann, weil dann verrutschen sie nicht und fliegen nicht irgendwo rum und man verliert sie. Ja, kommen wir zum nächsten, nämlich Man-E-Faces. Ebenfalls sehr interessant. Viele neue Parts mit dabei. Er hat natürlich, wenn ich das jetzt mal richtig sehe, ja, den linken Arm von Trapjaw recycelt bzw. umgedreht. Spielt ja eigentlich keine Rolle, die teilen sich ja sowieso viele von ihren Gelenken und es müssten eigentlich auch die, jawohl, sowohl auch den Unterkörper teilen sie sich, das haben sie aber auch damals schon getan und bei den Moto Classics natürlich bis zum Erbrechen wiederverwendet. Am interessantesten bei ihm ist natürlich sein Action-Feature. Man kann übrigens den Helm nicht abnehmen, trotzdem allerdings ist das Action-Feature gewahrt. Das heißt, hier haben wir den ganz normalen Kopf, wir können ihn aber auch wechseln zum Roboterkopf oder halt eben zum Monsterface. Und das ist eine ziemlich coole Geschichte. Ja, den Kopf so selber drehen kann man nicht und er hat natürlich nur eine Waffe dabei, seinen Blaster, mehr braucht er aber nicht, denn das Coolste an ihm ist halt eben nun mal das Action-Feature. Ansonsten auch die Gelenke alle wie gehabt. So, kommen wir zu einer Chase-Figur, nämlich Evil-Lyn, die drittschwer zu bekommenste Figur auf Platz Nummer 3 mit jeweils, naja, die Stückzahlen können wir uns sparen, das habe ich ja vorhin schon zigmal erwähnt. Bei ihr ist es natürlich mit den Gelenken etc. ein bisschen anders als wie bei ihren männlichen Kollegen. Auch ihren Kopf kann man natürlich um 180 Grad drehen. Sollte ein bisschen vorsichtig sein, den Kopf kann man auch abnehmen, das spare ich mir an dieser Stelle einfach mal. So, das Problem an der Sache ist natürlich bei ihr nämlich hier der Kragen und der macht das Ganze ein bisschen schwierig. Dann hat sie einen sehr schönen Umhang mit dabei, der ihr, ich sag mal, noch eine... Also es sieht einfach cool aus, Punkt. Dann hat sie ihren Stab mit dabei, mit der Variante des längeren Griffs. Gibt ja auch kürzere Versionen bei den Spielzeugen. Bei den Classics zum Beispiel gibt es ja, glaube ich, zwei Varianten davon. Dann haben wir auch bei ihr die... Ja, ähnliche Gelenkpunkte, man kann also die Arme bewegen, man kann die Hände bewegen, wie man hier sieht. Sie verfügt genauso über ein Hüftgelenk, was aber ein bisschen eingeschränkt ist durch den trotzdem allerdings sehr flexiblen Mantel. Aber gut, wozu soll man sie auch 180 Grad um die eigene Achse drehen? Es reicht, wenn man sie ein bisschen positionieren kann, finde ich zumindest. So, dann kann man auch bei ihr die Füße bewegen und sie da entsprechend positionieren. Bei den Frauen allerdings haben wir ein kleines Problem und zwar mit dem Stand. Weil wenn wir uns jetzt zum Beispiel einfach mal Skeletor nochmal kurz nehmen, dann vergleicht mal die Beine. Es ist nicht unmöglich, wie man sieht, ne? Aber sie fällt natürlich auch viel, viel leichter um. Ja. So, dann kommen wir schon zum nächsten. Und zwar Stratos. Stratos ist eine echt geile Figur und meiner Meinung nach mit dem besten Kopf, den es bisher irgendwo gab, weil er einfach was sehr Schnittiges hat. Einfach etwas spannender als wie die normale Toy-Version. Deswegen finde ich diesen Kopf hier von ihm einfach mit am coolsten. Ja, dann hat er Flügel. Diese sind abnehmbar. Also man kann sie hier einfach dran klicken. Und er teilt sich natürlich die meisten Parts seines Bodies einfach mit Beastman. Das ist ganz klar. Auch hier ist natürlich der Kopf abnehmbar. Hier haben wir die Rüstung mit hinten dem Jetpack drauf. Ja, und da sieht man natürlich, dass die Flügel auch sehr leicht abfallen können. Die kann man natürlich auch verkehrt herum draufstecken. So, was die Gelenke betrifft, ist es bei ihm genauso wie bei allen anderen auch. Und ja, an sich eine ziemlich coole
Figur. Gut, die Vorlage gab natürlich nicht unbedingt viel anderes her. Das heißt also, man hat hier nicht wirklich viel mehr an Akzente gesetzt. Trotzdem allerdings hat er den Staff of Avian mit dabei und das ist eine ziemlich geile Geschichte. Damit hat er natürlich gegenüber der Vintage-Version natürlich einen großen Vorteil, denn er hat mal eine Waffe mit dabei. So, dann kommen wir zum Hauptcharakter. He-Man. Ja, He-Man ganz normal, wie die anderen auch, mit seinen Gelenken. Und ja gut, was willst du an ihm auch wirklich falsch machen? Er sieht halt eben aus, wie er aussehen soll. Der Kopf natürlich, genauso wie bei allen anderen, auch ziemlich überdimensional. Allerdings muss ich gestehen, gegenüber den anderen irgendwie langweilig. Also, er ist nicht schlecht, das will ich nicht sagen, aber er ist irgendwie nicht so ansprechend, finde ich zumindest. Aber es ist in Ordnung. Es ist nicht schlimm, es ist in Ordnung. Leider hat man sie hier zum Beispiel in den Haaren keinen Wash verwendet. Das finde ich ein bisschen schade, da hätte man was machen können. Er hat natürlich das Zauberschwert mit dabei, er hat den Schild mit dabei und hier hinten hat er sogar eine Schnalle, wo man das Zauberschwert entsprechend reintun kann. Sofern er mir das jetzt mal gibt, will ich das auch gerne mal demonstrieren. Ja, und dann sieht das Ganze so aus. Ja, ich muss gestehen, ich habe nicht bei jeder einzelnen Figur jede Waffe rausgekramt. Also es dient ja jetzt auch wirklich nur einem Kurzreview. Ja, die Waffen kriegt man relativ leicht in die Hände, denn das große Problem sind bei manchen, dass entweder bei einem Stab oder einer Keule, wie bei Man at Arms zum Beispiel, oder einem Schwert, hier unten der Knubbel einfach ein bisschen zu dick ist. Ansonsten kann man die nämlich recht gut in die Arme reindrehen. Also das ist so schon besser gelöst. Was bei He-Man natürlich ziemlich cool ist, ist, dass der Stand eigentlich ziemlich gut ist. So, dann kommen wir zu einer Figur, die mich persönlich sehr begeistert hat, nämlich Man at Arms. Ja, Man-at-Arms, hier fehlt zum Beispiel eine Waffe, das ist aber nicht sonderlich schlimm, das wäre das Kurzschwert gewesen. Ich werde da jetzt auch nicht jedes Mal sonderlich drauf eingehen. Was ich bei ihm besonders cool finde, ist einfach der Kopf. Ich finde ihn sehr gelungen, er hat hier natürlich den Schnurrbart mit dabei, das heißt, es handelt sich hier also um die Variante, die man aus dem Filmation-Cartoon kennt. Er hat sehr viele neue Parts mit dabei, die Beine sind neu, die Arme sind neu, den Body teilt er sich natürlich mit He-Man und so weiter. Die Hände sind genauso von He-Man recycelt und auch die Schuhe bzw. Stiefel in diesem Fall und natürlich auch die Fellhose etc. Ansonsten sind das alles neue Parts und er sieht einfach cool aus. Einzige, was mir nicht so ganz so gefällt, ich habe es in dem Unboxing-Video schon gesagt, ist, dass hier vorne dieser Gesichtsvisier unter dem Kinn hängt. Und das finde ich ein bisschen schade, aber das tut dem Ganzen nicht wirklich unbedingt einen Abbruch. Ja, und an Zubehör braucht man sich bei ihm nicht beschweren. Wie gesagt, Schwert, Keule und Blaster. So, dann kommen wir mal zu einem der interessanteren Figuren, nämlich Prince Adam. Das war ja eine San Diego Comic-Con Exklusivfigur und davon gibt es ja insgesamt zwei. Und zwar die eine hat silberne Armbänder. Diese hier ist die Variante mit den goldenen Armbändern. Ja, natürlich hat man bei Adam den Kopf recycelt. Das war ja, glaube ich, von Anfang an klar. Genauso wie verschiedene andere Parts von He-Man. Natürlich, im Grunde genommen kann man eigentlich sagen, es ist ein kompletter Repaint, nur die Weste ist neu. Und diese ist tatsächlich über den Standardkörper drüber gestülpt. Das ist natürlich auch wieder ein anderes Material, wie man hier sieht. Und es ist sehr flexibel und aus Gummi und nicht aus Hartplastik. Über die Gelenke braucht man, glaube ich, nicht wirklich was sagen. Die Weste bekommt man übrigens auch nicht ab. Na, man hätte ihn regulär in die Waves mit reinpacken sollen. So, kommen wir zu Faker, der natürlich ein Mix ist, wie wir alle natürlich wissen, aus He-Man und Skeletor. Im Grunde genommen teilt er sich natürlich den Körper mit He-Man, ist ein fast 1:1 Repaint von unserem Hauptcharakter. Und es werden natürlich auch sämtliche Partien einfach
kopiert. Und genauso auch beim Zubehör. Er hat natürlich genau das gleiche Schild wie He-Man. Er hat natürlich auch seine Farbvariante des Zauberschwertes. Also da erwartet eigentlich wirklich eine Überraschung. Auch bei den Loyal Subjects nicht. Und das Einzige, was wir natürlich auch, wie gesagt, wissen, ist, dass ihn von He-Man unterscheidet, ist, dass er die Rüstung von Skeletor recycelt und das hier natürlich in Magentafarben. Darüber wird sich so mancher natürlich sehr freuen, ich unter anderem auch. Ja, und ich finde, er ist eine der coolsten Varianten. Ich finde, er sieht einfach besser aus. Hier kommt auch der Kopf irgendwie ganz anders zur Geltung als wie bei He-Man und ich finde auch selbst wie bei Adam. Trotzdem allerdings sind das tolle Figuren, Adam und He-Man, da will ich überhaupt nichts sagen. Aber naja gut, sollen wir über die Coolness von Faker reden? Ich glaube eher nicht. Ja, ich finde es schade, dass nicht jeder in den Genuss kommt, diese Figur irgendwie ganz normal zu bekommen, sondern eher über Umwege und dass man quasi genötigt wird, ja, sich zig von diesen Blindboxen zu kaufen, in der Hoffnung, dass man eine von diesen Figuren bekommt. Ich finde es schade, es hätte nicht sein müssen. Ich bin froh, dass ich ihn zu einem relativ günstigen Preis über eBay schießen konnte. Kommen wir nun zur vorletzten Figur, nämlich Triclops. Ja, Triclops ist natürlich auch größtenteils mit den Parts von He-Man wieder verwendet worden. Das heißt also, Füße, Beine, Oberkörper, Arme, Hände etc. sind alle von He-Man. Neu ist natürlich die Rüstung und natürlich der gesamte Kopf. Und das ist mit so das Interessanteste bei ihm, denn genauso wie bei Trapjaw ist hier das Action-Feature gewahrt geblieben und natürlich mit E-Faces etc. Denn man kann das Visier drehen. Und das Coolste dabei ist, ganz anders als wie beim Toy, es rastet an den Punkten ein, wo das Auge bleiben soll. Weiß nicht, ob man das hört. Ich halte es mal ein bisschen näher ans Mikro. Und das ist eine coole Geschichte. Ne? So muss man nicht großartig rumfummeln, sondern man dreht einfach. Zack. Man weiß, da muss man stoppen. Da muss ich nicht mal hingucken. Da weiß ich, dass das Auge richtig sitzt. Ja, auch hier gibt es hinten einen Verschluss. Den kann man wahrscheinlich sogar aufmachen. Definitiv sogar, aber trotzdem würde man die Rüstung nicht wirklich runterbekommen. Auch hier haben wir hinten die Möglichkeit, das Schwert zu positionieren, in diese Schwertscheide reinzustecken, wie ich es hier gemacht habe. Das ist eine echt coole Geschichte. Ja, und zum Schluss haben wir dann noch Teela, die Figur mit der zweithärtesten Limitierung von Wave 1, von den regulären Figuren. Und zwar haben wir hier eine Figur, die cooler eigentlich nicht sein könnte. Sie teilt sich natürlich die Parts mit Evil-Lyn, die meisten zumindest. Ne? Die Beine, die Füße, Arme, Hände und so weiter, das ist alles von Evil-Lyn übernommen bzw. umgedreht und wurde so wiederverwendet, hat aber natürlich seine Berechtigung, denn das kennen wir ja schon von der Vintage-Line. Ja, bei den Gelenken ist es nicht anders wie bei Evil-Lyn, außer dass sie ein bisschen freier Hand haben, also agieren kann, weil sie durch den Mantel nicht eingeschränkt ist. Sie hat ein Hüftgelenk, Beingelenk, Fußgelenk etc. alles vorhanden, auch ein Handgelenk etc. Ja, auch hier ist natürlich der Kopf abnehmbar. Wenn man wollte, könnte man ihn mit Evil-Lyn tauschen. Das gibt dann natürlich sehr interessante Kombinationen. Aber ich verzichte da einfach mal drauf. Auch hier ist es, dass der Kragen natürlich so ein bisschen an dem Kopf schrappt. Und ansonsten ist das eine echt coole Figur. So, liebe Motofans, das war's auch diesmal wieder. Ich hoffe, dass euch mein Video hier über die Wave 1 der Loyal Subjects gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann gebt doch dem Video einfach einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Und nicht vergessen, die kleine Glocke zu aktivieren, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. In diesem Sinne wünsche ich euch frohe Weihnachten und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns nicht in irgendwelchen anderen Videos wiedersehen. In diesem Sinne, gute Reise.